Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Wenn dich interessiert, was meine Familie und ich in den letzten Wochen so alles leer gemacht haben, bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, meine Aufgebraucht-Körbchen sind mal wieder recht gut gefüllt und ich dachte mir, es ist an der Zeit, Ende des Monats passt immer ganz gut. Ich zeige dir alle Produkte, die wir in den letzten Wochen so alle leer gemacht haben. Und wie immer starte ich mit Haushaltsprodukten. Da habe ich mal wieder von Denk mit, das ist ja die Eigenmarke von DM, das Spezialsalz für den Geschirrspüler aufgebraucht. Wir verwenden ja keine Tabs, sondern so loses Geschirrspülmittel. Von daher brauchen wir immer Klarspüler und Salz extra. Und da ist mal wieder eine Packung leer gegangen. Auch habe ich eine Packung, das ist jetzt leider nur die Innenverpackung. Die äußere Verpackung ist mir diesmal ganz eingerissen. Von Waschmittelpots von Small aufgebraucht. Das ist ja eine Online-Seite, wo man Waschmittel bestellen kann. Waschmittel und eben auch Weichspüler. Da kann man sich ausrechnen lassen, wie viele Pots man so im Monat verbraucht. Und dementsprechend kriegt man dann die Menge halt eben zugeschickt. Das Ganze ist sehr umweltschonend, sind auch ganz umweltschonende Verpackungen und sind ja auch komplett aus Papier. Gefallen mir recht gut und bisher gefällt mir das Waschmittel auch total gut. Ich kann da nichts Negatives feststellen. Auch der Weichspüler ist toll und total ergiebig. Mir geht es ja immer um so einen Hauch Duft in der Wäsche und bisher habe ich ja nicht das Richtige gefunden, aber der Weichspüler riecht richtig gut und man braucht so wenig davon. Also sehr zu empfehlen. Schau dir doch einfach mal die Seite Small an. Ich verlinke das mal unten in der Infobox. Ist keine bezahlte Werbung. Ich bin da einfach nur selbst Kunde und schlichtweg überzeugt. Dann haben wir wieder so ein Duftgläschen aufgebraucht. Das stand jetzt im Badezimmer. Rubinlicht. Das ist die Eigenmarke von Rossmann. Das war jetzt hier Sommerregen. Das war einfach der ideale Duft jetzt für den Sommer halt. So ein bisschen nach Blumenwiese, schön frisch blumig, sehr angenehm, ist aber leider jetzt leer. Und zwei Produkte von Sensi habe ich aufgebraucht. Einmal den Bartreiniger in meinem Lieblingsduft Aloe Water Cucumber. Den gibt es auch gar nicht mehr, aber davon ab habe ich dir ja schon mal gesagt in einem meiner letzten Videos. Du siehst jetzt hier noch hin und wieder Sensi-Produkte, vor allem eben Duftwachsverpackungen, weil ich das alles aufbrauche, aber ich werde sehr wahrscheinlich dann nicht wieder bestellen durch die veränderten EU-Regeln. Sensi hat den Hauptsitz in Großbritannien, sind die Zollgebühren und Versandgebühren einfach so hoch geworden, es lohnt sich nicht mehr, zumal die Produkte ja an sich schon recht kostspielig sind. Ich habe den Bartreiniger richtig, richtig gern gemocht. Der entfernt Kalk total gut, Seifenreste, alles kein Problem für ihn. Und dabei duftet der so unwahrscheinlich gut. Ja, ich rieche nur ganz zart. Ich habe schon mal Anranzer gekriegt. Ich darf nicht so fest in die Putzmittel reinriechen. Das stimmt auch, aber ach, es ist bei Sensi ja wirklich schwierig, ne? Es ist so ein schöner Aloe-Duft mit so ein bisschen frischer Gurke. Fantastisch. Und noch ein Sensi-Produkt habe ich aufgebraucht für unser Auto. Das ist so ein Sensi Car Bar Clip. Es hat die Form von so einem Sensi Bar, nur halt eben in Mini. Und da ist so ein Clip bei, was man in die Lüftung stecken kann. Da hat man halt so einen kleinen Bar, der dem Auto so einen frischen Duft verleiht. Hier hatte ich eben Luna. Das ist ja einer meiner Lieblingsdüfte. Eigentlich auch so mein Lieblingswäscheduft, aber im Auto ist das auch wirklich toll. Ich mag es total gerne, ehrlich. Also Luna ist wirklich schön. Naja, zwei Stück waren da drin. Zweiten habe ich jetzt gestern ins Auto reingemacht, von daher ja. Duftet es da erstmal gut, aber die Verpackung ist leer. Das war Haushalt. Für den Körper haben wir auch einiges aufgebraucht. Ich starte mal mit einem Shampoo, das nicht ich aufgebraucht habe, sondern meine Mama. Die mag so feste Shampoos total gerne. Ich komme damit ja irgendwie nicht so gut zurecht. Dieses kommt jetzt hier von Garnier, Wahre Schätze. Das ist das feste Shampoo, habe ich gerade schon gesagt. Für strapaziertes und geschädigtes Haar. Sie meint, das hier schäumt total gut. Also sie hat bisher oft die von DM gehabt, also von Balea ist das dann, glaube ich, oder von Alverde. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und die von Nature Box. Sie findet sie beide richtig gut, aber hier fand sie jetzt toll, dass das eben so viel Schaum bringt. Sie meint, dann verbraucht es sich wahrscheinlich auch schneller, aber sie ist davon wirklich begeistert gewesen. Noch ein Produkt von meiner Mama. Das habe ich mir aus einem Wanderpaket für sie rausgenommen von Vasenol Intensive Rescue. Es ist so für sehr, sehr trockene Stellen am Körper eine Bodylotion. Und meine Mama hat immer sehr, sehr trockene Schienbeine, weshalb ja, ich ihr das immer rausnehme, wenn das in Wanderpaketen drin ist. Und es ist recht häufig drin, was uns immer sehr freut. Und jetzt hat sie mal wieder eine Packung aufgebraucht. Mein Sohn hat ein Deo aufgebraucht. Ich glaube, das hatte ich mal einfach irgendwo mitgenommen.
bei Edeka oder so, glaube ich. L'Oreal Men Expert Pure Protect. Antitransparent, antibakteriell. Ja, der Duft war jetzt nicht so umwerfend, aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. So, dann noch ein Produkt, was wirklich auch nur mein Mann aufgebraucht hat. Und dann kommen wir auch zu meinen Produkten versprochen. Das ist von Linda mal wieder der Handreiniger. Der schneidet das immer auf, um den Rest rauszuholen. Also eigentlich ist die Flasche halt so groß, ne? Ich schiebe das so ein bisschen zusammen. Das ist so eine Handwaschpaste in der Tube. Er kommt damit unter der Dusche einfach besser zurecht. Die steht bei uns quasi immer da drunter. Er verwendet die jeden Abend nach der Arbeit halt in der Dusche, um die Hände richtig sauber zu bekommen. Und die ist nicht zu stark, die ist nicht zu grobkörnig. Das ist ja auch nicht so gut für die Hände. Die hat so genau das richtige Mittelmaß. Gibt's aber nicht bei jedem DM, haben wir jetzt schon gesehen. Ja, aber davon ist er überzeugt und wirst du auch immer wieder hier bei meinen Aufgebraucht-Videos finden. So, ich und mein Mann, muss ich fairerweise sagen, haben ein Duschgel aufgebraucht von Dove. Care by Nature, strahlend mit Lotusblütenextrakt und Reiswasser. Ich glaube, das war in irgendeiner Pinkbox mal drin. Ansonsten wüsste ich nicht, wie das zu uns gekommen ist. Kaufen tue ich Dove eigentlich nicht als Duschgel, von daher... Mein Klebi habe ich nicht mehr dran, der scheint ab zu sein. Das müsste mit in der Pinkbox gewesen sein. Ist ein toller Duft, hat sehr schön gepflegt. Ja, war für eine Cremedusche recht ergiebig, also hat uns gut gefallen. Dann habe ich hier ein Isana-Produkt aufgebraucht. Das ist so ein kleiner, naja, kleines Gut, ne? So ein Bottich gewesen, Bye-Bye-Hair. Das ist so ein vorbereitendes Zuckerölpeeling für vor die Rasur. Und das enthält Pfirsichkernöl. Das hatte sich Nina gekauft, als sie im Mai bei mir war und wir so auf Shoppingtour gegangen sind. Hat sie das bei Rossmann gefunden, fand das voll gut und hat es mitgenommen. Und hat dann aber sofort bei mir hier reingerochen, weil sie so neugierig war. Und naja, danach hat es nicht mehr dicht verschlossen. Also... Der Duft ist wirklich richtig gut, so pur Pfirsich. Total interessant. Aber es war danach nicht mehr dicht. Das heißt, das Öl hat sich seinen Weg gesucht. Deswegen konnte sie es nicht mit im Koffer mit nach Hause nehmen oder auch nicht mit dem Paket nach Hause schicken. Darum hat sie es zwingenderweise bei mir gelassen. Sehr ärgerlich, aber vielen Dank, Nina. Ich fand es total gut. Ein Shampoo haben wir auch aufgebraucht. Das ist das Repair Shampoo von Jean und Glenn. Da hatte ich mir einfach mal so eine Probegröße mitgenommen, um das Ganze auszuprobieren. Mit Kokosöl und Macadamia. Das riecht total gut. War in Ordnung. Jetzt kein Shampoo, was ich nachkaufen würde. Da habe ich andere, die ich gerade bevorzuge. Aber das war schon okay. In einer meiner letzten Schminkschubladen war diese Parfümprobe hier drin. Von Marc Jacobs, das Perfect. Das mag ich ja furchtbar gerne. Das ist eins meiner Lieblingsdüfte und natürlich auch diesmal wieder, ne? Das ist richtig toll. Wenn das nicht so teuer wäre, würde ich mir davon eine große Flasche holen, aber da bin ich dann echt zu geizig für, ne? Für Duft so viel Geld auszugeben, das bin ich nicht. Aber ich mag es echt sehr gerne. Das hier kommt, glaube ich, auch von Nina. Das hat sie mir mal in ein Paket geschickt. Ich glaube, zum Geburtstag oder so. Von Sephora Smoothing Clean Rides. Das waren so kleine Tücher, um sich abzuschminken. Ich habe die halt verwendet, um so Swatches von den Händen zu machen oder sich die Finger sauber zu machen, wenn ich mich hier am Schminken bin. Das waren wirklich nur so kleine Tücher. Das war ganz praktisch. Die haben wirklich richtig gut sauber gemacht. Die haben mir also toll gefallen. Aber da kaufe ich ja immer, was ich gerade so finde, bei Rossmann oder so. Ich habe hier auch noch so eine Packung von Isana liegen. Wie gesagt, um sich Swatches wegzumachen oder so. Und zum Abschminken verwende ich ja wirklich andere Produkte. Und ich habe einen Body-Joghurt von The Body Shop aufgebraucht. Das hier war jetzt Pink Grapefruit. Der Sommer war zwar nicht so heiß, weswegen ich meinen Refresh-Body-Joghurt mit Maracuja wieder nicht gebraucht habe. Ich hoffe, der hält sich noch bis nächstes Jahr. Dieses Jahr habe ich ihn jetzt wieder nicht gebraucht. Aber diesen hier, diesen ganz normalen Body-Joghurt, der ist einfach ideal für mich. Ich muss mich ja täglich eincremen, damit meine Haut nicht zu trocken wird. Und der Body-Joghurt zieht einfach unwahrscheinlich schnell ein und kommt dann auch nicht sofort wieder aus den Poren raus. Bei anderen Cremes habe ich das häufig, dass meine Haut das so dankbar aufsaugt, ich aber dann ziemlich schnell wieder das Gefühl habe, die Creme so auszuschwitzen. Vielleicht weißt du ja, was ich meine. Das ist bei dem Bodyjoghurt eben nicht so. Und dann dieser richtig tolle Grapefruit-Geruch, der einfach genauso riecht, wie als wenn man eine frische Grapefruit aufschneidet. Das ist einfach wunderbar. Und das hat schon so einen kühlen Effekt, wenn das so krass zitrisch ist. Sehr schön. Würde ich mir jeden Sommer wieder neu kaufen. Ich hoffe, jetzt der nächste Sommer wird wieder etwas wärmer, damit ich auch mal diesen Refresh, der ja auch so eine kühlende Wirkung hat, testen kann. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. So, für mein Gesicht habe ich natürlich auch einiges aufgebraucht. Mal wieder ein paar Masken. Hier einmal die ganz neue Tuchmaske. Das ist die neue Limited Edition Chai Latte.
Die hat super geduftet und meine Haut toll mit Feuchtigkeit versorgt. Die müsstest du auch noch bei DM bekommen. Schau sie dir mal an, das Ideale jetzt für diese kühlere Jahreszeit, wo die Haut wieder ein bisschen trockener ist wegen der Heizungsluft. Dann riecht die so schön nach Spekulatius. Richtig gut. Wulrich Heilerde habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht. Das war so eine Heilerde-Maske. Also das wurde auch so leicht bräunlich im Gesicht. Das war jetzt nicht ganz so meins. Von Essence habe ich hier Hydrogel Under Eye Patches. Die fahren richtig gut. Von Everline Cosmetics die Lama-Tuchmaske. Die sah witzig aus, war aber auch wirklich toll. Lama Queen hieß die. Ja, die hat also auch die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt. Die Tuchmasken verbringen ja selten große Wunder, aber mir reicht schon immer, wenn meine Haut gut durchtränkt ist, ein bisschen aufgepolstert aussieht, und das hat hier toll funktioniert. Essence Ticket for a Break Under Eye Patches, ja, die waren jetzt nicht ganz so der Burner. Und einen Abend, wo es so kalt war, habe ich mir eine von meinen Steamy-Masken genommen. Das sind ja so Wärmemasken für die Augen. Die gab es vor einiger Zeit, ich glaube im letzten Winter, in der Glossy-Box. Und ich fand die so toll. Da habe ich mir die alle bei eBay-Kleinanzeigen aufgekauft, die ich so finden konnte. Die sind einfach toll. Die packst du aus, kannst du, das ist so eine richtige Augenmaske mit so Laschen für die Ohren. Die legst du auf die Augen und in Kontakt mit der Haut und mit der Luft erzeugt die Maske Wärme. Und es ist so ein tolles, entspannendes Gefühl. Ich habe es mega gefeiert und war jetzt auch wieder mal schön. Also es ist so eine Tiefenentspannung, die sich dann so durch meinen Körper schleicht. Das ist mega angenehm. Und dann hatte ich hier aus einem Wanderpaket mal rausgenommen von Balea so Augenkonzentrat. Das waren so kleine Kapseln, extra für unter die Augen zu geben. Die fand ich auch richtig in Ordnung. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, aber ja, die waren auch richtig toll. Vor einiger Zeit hatte ich ja eine Kooperation mit Stylevana. Da habe ich jetzt endlich den Toner aufgebraucht. Das war der Green Tea Fresh Toner. Der ist wirklich fantastisch. Ach, das ist auch so ein bisschen, wo ich hinterher traue jetzt. Ich fülle mir das ja immer um in so eine Sprühflasche. Das finde ich bei Toner immer angenehmer, lässt sich für mich gut verteilen. Ich habe nicht zu viel Produkt, was in so einem Wattepad dann nachher landet. Der einzige Nachteil hierbei ist wirklich, dass das eben wirklich grüner Tee ist und das halt ja sich verfärbt. Und wir haben eine weiße Tür, vor der ich quasi so halb stehe, wenn ich vor unserem Badezimmerschrankspiegel stehe. Und naja, und irgendwann waren auf der Tür dann so bräunliche Spritzer zu sehen, weil ich mir das ja so großflächig verteile. Da muss man ein bisschen gut aufpassen. Aber ansonsten ist es wirklich ein ganz tolles Produkt. Hat meine Haut immer super für die Pflege vorbereitet. Ich mochte den Duft total gerne. Und ja, für mich eindeutig ein Nachkaufprodukt. Die Tagescreme habe ich auch aufgebraucht. Die jetzt kommt von Bonajour Green Tea Water Cream. Das ist für mich auch ein Nachkaufprodukt für den nächsten Sommer. Es ist eine ganz, ganz weiche, zarte Konsistenz, die aber total reichhaltig ist. Oft habe ich das bei so Gelcremes fürs Gesicht, dass die dann einfach zu wenig machen, meine Haut zu wenig versorgen durch den Tag. Und wenn ich dann Make-up drüber gehe, so Trockenheitsfältchen bekomme und so Risse im Make-up quasi, habe ich hierbei wirklich nicht. Die ideale Textur, die nicht so schwer ist, die im Sommer gut funktioniert. Und auch als Make-up-Grundlage hat das super funktioniert. Also auch für mich ein Nachkaufprodukt. Eine Zahncreme haben wir aufgebraucht. Ich glaube, die hat mein Sohn jetzt aufgebraucht. Die kommt aus einem Adventskalender. Carrara Culture and Care Toothpaste. Genau, das war so mit Minze und Lemon. So ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat mein Sohn gesagt, aber in Ordnung. Auch aus dem Adventskalender vom letzten Jahr von Nivea ist diese kleine Probe hier von Nivea Care. Die pflegt für mich zu wenig fürs Gesicht, weshalb ich die dann jetzt für Hals und Dekolleté verwendet habe, und dafür ist sie in Ordnung. Hat so diesen typischen Nivea-Duft zwischendurch, mag ich das ja mal ganz gerne. Und für Hals und Dekolleté hier war das richtig schön. Eine tolle Creme. Ein super Serum ist dieses hier. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal leer gemacht. Dieses habe ich mir jetzt aus einem Wanderpaket rausgenommen. Beim ersten Mal hatte ich das, glaube ich, in irgendeiner Box drin. Biosense, das Vitamin C Rosenöl. Ja, ich bin jetzt ja nicht der Riesenfan von Öl im Gesicht, aber bei diesem hier ist das anders. Und ich glaube, es liegt wirklich in dieser Kombination mit Rose. Rosenöl fühlt sich auf der Haut anders an wie so typisches Gesichtsöl. Das mochte ich beim ersten Mal schon richtig gerne. Ich glaube, ich hatte auch schon mal noch ein weiteres Produkt, was Rosenöl enthalten hat, was mir auch gut gefallen hat. Also das hier war super. Würde ich mir jetzt halt wieder aus einem Wanderpaket rausnehmen. Sehr gern. Auch in Ordnung war diese kleine Bombe hier von Shavens. Das ist der Hydro Skin Booster. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ja 4 oder 5 verschiedene.
und in unterschiedlichen Farben und alle haben verschiedene Eigenschaften. Die meisten habe ich jetzt schon ausprobiert. Das ist immer so ein kleiner Pumpspender hier. Dieser war jetzt extra für Feuchtigkeit. Ja, sehr schön. Eine Gesichtssonnencreme habe ich aufgebraucht. Die kommt aus der Pinkbox V-Sun Don't Blush. Die enthält Lichtschutzfaktor 30. Habe ich immer über meine Tagespflege und unter dem Make-up aufgegeben, den ganzen Sommer durch. War richtig schön. Ein Under-Eye-Serum, was ich auch zum zweiten Mal aufgebraucht habe. Dieses hier kommt jetzt auch wieder aus einem Wanderpaket. Ich bin so froh, dass so geliebte Produkte, die ich in Boxen finde, immer mal wieder in Wanderpaketen zu finden sind, ich sie mir rausnehmen kann. Promegranate, also es ist hier mit Granatapfel gewesen. Wie heißt die Firma denn noch? Das hatte ich letztes Mal auch schon, glaube ich, nicht so wirklich gefunden, oder? Happy Skin, genau. Vegan bei Happy Skin. Eye Lift Serum, richtig schön. Riecht total gut, so ein bisschen dickflüssiger, lässt sich also gut mit der Pipette unterm Auge aufgeben, so leicht einklopfen, wunderbar. Ja, mein geliebtes Lippenöl hat es jetzt auch hinter sich. Von Catrice, das Lipöl. Das war in einer LA, ich glaube zum Sommer oder kurz vor dem Sommer, diese Blooming LA, da hatte ich mir dieses Lippenöl, Secret Garden hieß das genau, geholt. Ach, das war so schön, ne? Richtig toll. Es ist noch so ein ganz bisschen drin, es hat sich aber jetzt schon ein bisschen verfärbt. Es war jetzt schon lange offen und ich habe das ja täglich mehrmals verwendet. Und dann, naja, wenn dieser Applikator immer mit den Lippen so in Berührung kommt und ich dann wieder reingebe, das ist so ein bisschen knalliger geworden, irgendwie seltsam. Also das war mir jetzt ein bisschen zu komisch. Der Duft ist auch nicht mehr so ganz blumig wie zu Anfang, nicht mehr so zuckrig. Von daher sortiere ich es jetzt aus und habe jetzt ein neues stehen. Aber ich war in dem schon ein bisschen hinterher. Das hat mir wirklich gut gefallen. Lippenöle generell, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, tu das unbedingt mal. Es ist so viel pflegender als ein Lippenpflegestift. Also es hält so viel länger auf den Lippen. Ich bin ein riesen Fan davon geworden. Ja, ich habe mal eine Ampulle ausprobiert von M. Asam. Die kommt auch aus einem Wanderpaket. Das war Hydrating Rose Quartz. Genau, so eine kleine Ampulle. Ja, als Serum quasi für nach dem Toner. Die war wirklich okay. Es sind mal sehr viele Serien dabei, ne? Aber das kommt natürlich auch, weil ich immer eins für Tags und eins für Nacht habe. Das war nämlich jetzt hier auch so. Hier habe ich mich ja wirklich drin verguckt in das von Yepoda, The Repair Hero. Ich glaube, das hatte ich in einem Tauschpaket drin. Ich bin ja nicht der größte Yepoda-Fan. Also ich finde die Produkte zum Abschminken nicht so geeignet, obwohl ich ja auch einen Abschminkballen verwende. Aber ich mag den von Yepoda nicht. Der ist mir viel zu dick von der Konsistenz her. Das war so irgendwie gar nicht meins. Genauso dieser Schaumreiniger. Vom Duft her kann ich den nicht so gut ab. Ich hatte mich dann gar nicht mehr weiter mit Yepoda beschäftigt, weil eben schon diese super gehypten Produkte für mich rausgefallen sind. Und dann hatte ich durch irgendwie einen Zufall, ich glaube in irgendeinem Tauschpaket, war dann dieses Serum von Yepoda drin. Und ich dachte, probiere ich das doch mal aus. Vielleicht überzeugt mich ja die Pflege an sich und das hat's total. Jetzt ist das Ganze ja sehr kostspielig, ansonsten würde ich mir das sofort nachkaufen. Es ist ein ganz tolles Serum, was super einzieht. Es steht hier drauf, für Tag und Nacht zu verwenden. Ich habe es aber wirklich nur am Tag verwendet. Das enthält Niacinamide. Richtig, richtig toll. Parallel dazu habe ich am Abend dieses Produkt hier von Rehn verwendet. Evercall Redness Relief Serum. Genau, das war so ein bisschen milchig, so ein bisschen dickere Flüssigkeit, auch aus einem Wanderpaket, wollte ich mal ausprobieren. Hier hat mir auch der Duft total gut gefallen. Ja, und ich habe manchmal ja schon so ein bisschen mit so, ja, Rötungen zu kämpfen auf den Wangen und das hatte ich auf jeden Fall hierbei nicht. Habe ich jetzt gerade auch nicht, weil ich das noch so eine Nachwirkung davon, das kann ja auch sein, das weiß ich nicht. Habe ich ja auch sowieso nicht immer, aber als ich es verwendet habe, hatte ich das definitiv nicht. Ja, einen Duft habe ich noch, sehe ich hier gerade, von Shiseido Shinza oder so. Auch aus einer Schublade habe ich aufgebraucht. Ja, war so ein bisschen schwer, also jetzt nicht so ganz meine Welt, aber ja, es war ja nicht so viel drin, das ging dann wohl. Und dann habe ich jetzt hier noch Kosmetik stehen, die ich entweder aufgebraucht habe oder aussortiere, die aus Schubladen kommt. Vielleicht hast du mich dazu auch schon in meinen Schubladen-Schminkvideos etwas sagen hören. Ach ja, ich habe hier noch diesen Toner. Ja, Glow Mist von Pixi by Petra. Den sortiere ich aus. Es ist zwar so ein Zwei-Phasen-Ding, was man schütteln muss, aber es riecht so unangenehm. Und ich habe das... Also wirklich die Folie erst abgemacht beim ersten Verwenden jetzt. Trotzdem, das scheint gekippt zu sein. Das riecht so ranzig. Es kommt aus einem Adventskalender vom letzten Jahr. Ist also wirklich nicht alt, aber nee, das ist überhaupt nicht mehr gut. Das kommt weg. Dann sortiere ich aus von Model Lancia den Safari Bronzer. Den habe ich ausprobiert.
komme mit dem leider nicht so gut zurecht. Den sortiere ich aus, der wandert in einem Wanderpaket weiter. Genauso wie von Rewild Loop. Das Hyaluron-Make-up hat bei mir auch nicht so gut funktioniert, geht weiter. Ja, da trenne ich mich echt ein bisschen schwer von, das habe ich schon beim Schubladenvideo gesagt, von Dr. Hauschka, die Foundation. Es ist so ein bisschen so eine Mousse-Foundation, ich mag die total gerne, die deckt gut ab. Die ist nicht zu deckend, also genau dieses perfekte Mittelmaß. Die hält den ganzen Tag, aber die ist so krass parfümiert, dass ich es im Moment wirklich nicht ab kann. Also als ich die neu bekommen habe, war das in Ordnung, aber zurzeit geht das irgendwie gar nicht, mir ist da echt schlecht von geworden, deswegen sortiere ich die leider aus. Genauso wie ein Augenbrauenstift von Catrice, der Brocom Pro. Das sind ja der mit diesen drei Zacken, mit denen komme ich nicht so gut zurecht. Aufgebraucht dagegen habe ich einen Augenbrauenstift von Hypoallergenics, Prince Brow Pencil. Das ist dieser hier, der ist also leer. Naja, und halb aufgebraucht und trotzdem geht es noch weiter im Wanderpaket, ist dieser Multi-Augenbrauenstift von Rival Loves Me aus dieser LA Greetings von Lisbon. Der ist ja aufgebaut wie diese Kugelschreiber, die man so runterdrücken kann. Der enthält eben verschiedene Farben und meine beiden, die ich verwenden kann, habe ich jetzt aufgebraucht und für die anderen beiden suche ich jetzt noch einen neuen Abnehmer. Und ich glaube, das war's. Das waren alle Produkte, die meine Familie und ich so in den letzten Wochen aufgebraucht haben. War wieder so einiges dabei. Hast du zurzeit ein Lieblingsprodukt, vielleicht eine Lieblingsnachtcreme? Dann verrat mir das doch unbedingt mal in den Kommentaren. Ich könnte mal wieder was Neues gebrauchen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.